Hallo, hier ist wieder Stopp Auszeit und heute nehme ich euch wieder mit auf eine Tour. Heute geht's zur Burg Eltz. Da freue ich mich ganz besonders. Das soll totales Märchenschloss sein. Meine Runde startet ein kleines bisschen abseits vom Menschentrubel. Ich habe mir eine Route ausgesucht, wo erstmal ein bisschen um den Parkplatz rumführt im Wald, dass ich da erstmal meine komplette Ruhe habe. Ja, am Anfang läuft man durch den Wald, wieder durch den Wald und wieder durch den Wald. Ja, ich habe gerade gelesen, man soll in 20 Minuten oben sein. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen, weil das ist mir zu wenig. Ich brauche ein bisschen mehr Weg, weil da nur hoch und Filme, das ist nicht mein Ding. Ein bisschen Abenteuer muss sein. Da lasse ich mir was einfallen. Auf dem Weg zur Burg findet ihr immer wieder tolle Aussichtspunkte, wie hier mit wunderschönem Blick aufs Elztal. Es ist einfach schön, wenn die Sonne scheint. Da macht das ganze Wandern viel mehr Spaß. Und wie ihr seht, oh, was für eine Farbenvielfalt. Rechts unten hört man den Bach oder den Fluss plätschern, die Vögel singen. Wow! Die Burg Eltz ist eine Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert. Sie liegt auf 129 Meter im Tal der Eltz, einem linken Nebenfluss der Mosel. Die Burg ist seit mehr als 800 Jahren im Besitz der Adelsfamilie Eltz. Die heutige Runde ist auch wieder sehr interessant. Ich laufe schön im Wald. Ich habe jetzt doch noch eine Kleinigkeit gefunden,
um die Tour noch ein bisschen zu erweitern. Mich zieht es eigentlich immer zum Wasser hin. Und ihr hört es wahrscheinlich auch plätschern. Ich habe wieder was gefunden. War auch schon mit den Füßen drin. Sehr erfrischend. Ist zwar noch eisig kalt, aber das macht gar nichts. Und ich möchte mich bei euch heute auch mal bedanken. Jetzt habe ich über 150 Abonnenten. Hey, ihr seid absolut spitze. Wo ich damit angefangen habe, habe ich nie damit gerechnet, dass es mal so viele werden. Und macht mich natürlich auch stolz. Ich glaube, ja, meine Videos kann man angucken. Und ich werde mich weiter ins Zeug legen und euch weiterhin so tolle Touren zeigen. Und die Marisol wird natürlich auch wieder mitkommen. Der gefällt es auch, in der Natur rumzustiefeln und die Welt zu entdecken. Ja, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich doch noch einen Weg gefunden, die Burg mal von unten zu sehen. Einfach schön. Also die Elz, wow, ist schon nicht schlecht, war mächtig. Und was mir bei der Burg besonders gefällt, die steht einfach, ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig ausdrücken soll, weil rechts und links, also um die Burg herum ist alles Wald. Man kommt um die Kurve und boah, da ist sie einfach, einfach nur mächtig. Und normal stellt man sich die Burg ganz oben vor und ja, die ist ein bisschen anders, aber dafür ist die brutal schön. Also ja, ihr merkt's, ich bin ein bisschen beeindruckt. So, meine Lieben, die Rundtour bei der Burg Elz geht zu Ende. Vielen Dank, dass ihr wieder mit mir gereist seid. Ganz liebe Grüße. Und der Sommer ist noch lang, fängt gerade erst an. Es werden noch ganz viele Videos kommen. Und ich möchte noch meine kleine Marisol grüßen. Die wird demnächst auch wieder dabei sein. Marisol, hab dich lieb. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ganz liebe Grüße, Michael von Stopp Auszeit. Tschüss.